Naja, im Grunde genommen hängt das ganze Leben von den Pflanzen ab, nicht? Die Vegetation ist ja ausschlaggebend, gibt ja für alles. Für Nahrung, für die Tiere, für uns als Rohstoff. Das ist also unendlich, nicht? Also ich bin ein bisschen in ländlichen Gegend groß geworden. Meine Großeltern hatten auch einen Schrebergarten im Grunde genommen. Und da ist man mit Pflanzen und Erdreich und Tieren so ein bisschen groß geworden. Ich habe zu Anfang im Tropenhaus hier angefangen. Das war kurz nachdem es 1969 gebrannt hatte. Dann war ich eine Zeit in Weinorchideen. Und dann ist der Reviergärtner vom Tropenhaus in Ruhestand gegangen und dann habe ich das Tropenhaus jetzt wieder übernommen. Das ist gar nicht so warm. Wir haben jetzt ungefähr so um 20, 22 Grad. Das hat man ja zu Hause im Grunde genommen auch. Das ist eigentlich nur die Atmosphäre, vielleicht der höhere Lichtfaktor im Haus und die Pflanzen und vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit. Und das macht irgendwie das andere Klima aus. Das ist hier die Quinquiano africana, der sogenannte Leberwurstbaum. Das ist besonders interessant, weil an dem Baum im Grunde genommen alles verwertet wird, nicht? Von den Früchten, die im unreifen Stadium im Grunde genommen noch giftig sind, aber später im Grunde genommen verwertet werden. Dann werden von den Wurzeln und von der Rinde werden Medikamente hergestellt. Blüte ist deshalb wichtig, weil ja alle Pflanzen nach dem Blütenaufbau bestimmt werden. Da gibt es so eine Bestimmungsschlüssel, wenn die Blüten dann zerlegt und genauso wie der Blütenaufbau und sowas, dann ist danach, wenn die Pflanzen dann familienmäßig eingeordnet. Deshalb gibt es Pflanzenfamilien, die sehr unterschiedlich wachsende Pflanzen haben, kleine kriechende, große Bäume. Und sag mal, das ist eine Familie, das glaubt denn keiner. Und andere sehen ja schon wieder sehr ähnlich aus und sagt, das sind zwei ganz verschiedene Familien. Ne? Geht wirklich nur nach dem Aufbau der Blüten. Die Pflanzen reagieren natürlich unterschiedlich. Es gibt Pflanzen, die einen stärkeren Saftstrom in sich haben und dann auch ausbluten, indem man sie dann schneidet. Oder wie zum Beispiel gerade die Mimosen, die auf äußere Reize reagieren und dann sich zusammenziehen. Es gibt auch vereinzelte Pflanzen, die auch einen Geruch abgeben, wenn man sie schneidet. Also es gibt schon Reaktionen von Pflanzen. Die Pflanzen haben alle irgendwo ihren Reiz, nicht? Und ihren bestimmten Wuchsform, Habitus oder Blüten. Ansatz ist die Botanik so vielfältig, dass es schwer ist, sich auf bestimmte Pflanzen festzulegen.